Jo, hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Hillbillys Ferienprogramm. Jawohl, mein Urlaub hat endlich begonnen. Und hier geht's dann auch gleich mal los, wieder mit einem kleinen Messer-Review hier auf dem Schreibtisch. Und heute möchte ich meinen richtig coolen kleinen Skinner vorstellen, nämlich der Skinner von Benchmade aus der Bone Collector Serie. Und das ist ein richtig kleiner Schneidteufel. Habe mit dem heute Abend schon ein paar Elektrikerarbeiten erledigt und das Ding, hey, das cuttet dir 2,5 Quadratmillimeter Audiokabel wie ein Bindfaden. Abisolieren, der Hammer, aufschneiden von Verpackungen, plastisch eingeschweißtes Zeug war, geht durch wie Butter. Also ein Hosentaschen-Laserschwert ist ein Scheiß dagegen. Kommt hier in einer tollen Ledersteckscheide mit so einem toll eingeprägten Bone Collector Logo. Das ist so cool, sieht es aus. Dieser schön dunkelbraunen, massiven Steckscheide ist dieses tolle kleine Fixblade. Ich wollte schon immer noch ein kleines Fixblade, das aber vom Griff her noch groß genug ist, dass es wirklich vier Finger passt. Also mir passt es auf jeden Fall noch vier Finger. Handschuhgröße 9 passt es gerade noch. Liegt aber Bombe in der Hand. Diese kleine Klinge darf nicht täuschen. Das ist ein richtig böser Giftzwerg, dieses Teil. Aus D2 Stahl. Hier auf der Seite haben wir D2. Die Modellnummer 15015 steht hier in den USA. In den USA produziert und daneben der Benchmade-Schriftzug. Schöne so grün, dunkelgrün, hellgrüne Mikada-Griffschalen. Kommen super geil. Großes Lanyard-Hole. Auf der anderen Seite haben wir das Bone Collector Logo auf der Klinge und das coole Bone Collector Logo auch in den geprägt in den mit leichten Wellen und Grooves und hier noch ein paar Einfräsungen versehenen Mikada-Griffschalen. Auch cool. Rundrum am Griff echt große, griffige, ja, ist reingefräst worden, reingefeilt worden. Feilwerk, bloß in dem Fall nicht zur Kunst, sondern man hat echt rundrum, egal wo man das Messer hält, einen guten Griff. Ich meine, ein Skinner, die Jäger machen damit Wild auf oder häuten Wild. Hier vorne ist nochmal eine kleine feine Riffelung, wenn man das, ne, das Messer so hält zum Aufbrechen von Wild. Aber ein super gutes kleines Fixblade für EDC und lässt sich prima am Gürtel tragen mit der kleinen Scheide. Fantastischer kleiner scharfer Skinner. Zur Schärfe kommen wir nachher noch. Schauen wir uns noch ein paar Daten an. Das Teil hat hier eine Klingenstärke von 3,55 mm. Entspricht Punkt 014, 0,14 Inch. Wir haben eine bis zum Mikada-Griff haben wir hier 66 mm an der kürzesten Stelle. Hier oben runter, über die Schneide, sage ich mal, haben wir eine 7 cm. Naja, gut, die Schneide hört auf bei hier 65 mm. 6,5 cm Schneide. Und das Messerchen hat ein Gewicht von, was haben wir da? 89 Gramm. 3,15 Unzen. 90 Gramm. 90 Gramm sind 3,15 Unzen. Gesamtgewicht 5 Unzen bzw. 142 Gramm. Also 90 Gramm noch ein sehr leichtes Messer zum Größenvergleich. Das Tenacious, ich sage mal so, das ist das Taschenmesser, wo ich habe, wo vielleicht die meisten kennen von der Größe. Ne? Also es ist schon um einiges kleiner. Ne? Aber ein echt böser Schneidteufel. Ich habe hier die Karte rumliegen, die können wir nehmen. Ich habe hier noch ein bisschen beim Aufräumen noch Lederreste gefunden. Habe ich mir früher also Kameragurte rausgemacht, Handschlaufen und richtige Gurte für Kameras. Das ist echt massives Gürtelleder.
Das Zeug ist 3 mm stark und 2 cm breit. Also das ist wirklich massives Leder. Und ich schneide nicht mal, ich setze es einfach nur an und tue damit wippen wie mit einem Kräuterhobel. Und massives Leder. Einmal vor, einmal zurück. Und 3 mm Leder geht durch wie Butter. Ich brauche nicht mal schneiden, ne? Ich drücke nur mal drücken. Das kannst du ja gerade so cutten, ne? Mit Eimer sogar. Einmal runterwählen, durch. 3 mm. Ne? Wir machen heute mal einen Cutting-Test mit 3 mm Leder. Das D2 Stahl hier, der geht hier durch, widerstandslos. 3 mm Leder, das ist gerade, ich muss gucken, dass ich hier ein bisschen in den Tisch rein, das ist echt der Hammer. Ich habe es gemerkt vorher bei den Arbeiten mit den Kabeln, wirklich dick abisolierte Kabel, das hast du angesetzt und du hast gedacht, ah, Mensch, ich habe es gar nicht erwischt. Bis du hinguckst, hat tatsächlich die Litze über die ganze Länge auf, weil das Ding ging durch, bam, wie Butter. Echter Hammer. Papiertest ist eigentlich überflüssig, ne? Das ist, na, das gleiche haben wir gerade mit 3 mm Leder gemacht. Das Ding ist razor sharp und diese stark gehärtete D2 Klinge, die hält es natürlich auch super. Ein wahnsinns cooles, kleines, auch noch gut aussehender Skinner, der sich super gut für so kleinere Arbeiten macht. Und ja, das gibt jetzt hier mal das Fixblade für dabei und die Taschenmesser bleiben mal daheim, weil in der Größe ist ja wunderbar am Gürtel zu tragen, stört nicht beim Sitzen. Cooles kleines Teil. Ich dachte zuerst so, 6,5 cm Klinge ist ein bisschen wenig. Ist es auch für große Schneidaufgaben, aber die Stabilität und die Schnitthaltigkeit und die Schärfe von dem Teil und die brutal geile Handlage bei den kompakten Abmessungen macht es echt wieder wett. Du kannst halt echt schneiden, zack, du siehst einen Cut und das Ding geht einfach durch. Ein echt feines, kleines Schneideisen. Also ich muss sagen, der Urlaub fängt schon hervorragend gut an. So einen neuen, schönen, kleinen Fixblade. Jo, da haben die Taschenmesser richtig Konkurrenz bekommen, ne? Jawohl, kommt hier in dieser viel zu großen Schachtel. Benchmade Bone Collector, die werden wahrscheinlich bloß eine Art von Schachteln produzieren und da werfen sie einfach alles rein. Das Modell 150-15. Minder Mikada Ausführung. Geiles Teil. Jo, der neue kleine Benchmade Skinner macht eine Bombenfigur. Man muss nur aufpassen mit dem Teil, das ist echt höllisch, aber durch diese kompakten Abmessungen hast du das natürlich wunderbar in der Hand zum Führen. Ne? Damit kannst du wirklich auch filigrane Sachen schneiden. Vorher so winzige Drähte auseinander gemacht, gefriemelt. Ne? Lässt sich verdammt gut führen. Ziemlich stark ausgeprägte Spitze, ich denke, das bricht auch nicht so schnell ab hier was. Ne? Wirklich ein tolles Messer. Geht es auch noch in der Holzausführung, in Cocobolo-Holz, glaube ich. Aber der Basti hat es mir hier von der Expedition Company mit dem Mikada-Griff organisiert. Ich werde mal den Link drunter hängen in seinen Shop. Also wenn er auf der Suche nach einem echt coolen kleinen Fix ist, das ist ja mal ein geiles Teil. Also Leute, los geht's. Ferien. Hillbillys Ferienprogramm. Mal schauen, was hier noch alles kommt. Also Leute, bleibt gesund. Schaut wieder mal rein hier auf dem Kanal beim Hillbilly, wenn es was Neues gibt. Und bis dahin, haltet eure Taschenmesser scharf und griffbereit. Wir sehen uns hier wieder in alter Frische bei YouTube. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Ciao.